Jo, was geht meine GTA-Freunde und aus der Liste? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und zuallererst wünsche ich euch allen erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich für meinen Teil bin es. Aber ihr habt jetzt bestimmt eingeschaltet wegen dem Titel. Und zwar habe ich einen Unlimited Money Glitch für euch. Es ist ein Duplication Glitch, welcher auch mit jedem Fahrzeug funktioniert. Ich würde euch aber den Elegy Retro Custom empfehlen, da dieser am meisten Geld bringt. Aber fangen wir doch erstmal gleich damit an. Und zwar braucht ihr dafür eine Basis, ganz wichtig, euren Elegy Retro Custom in der Basis und die Anzahl an kostenlosen Elegys, die ihr verdoppeln wollt. Das heißt, wollt ihr zwei Fahrzeuge verdoppeln, dann braucht ihr zwei Elegys. Wollt ihr drei verdoppeln, braucht ihr drei Elegys und so weiter und so fort. Ihr schnappt euch auf jeden Fall zuallererst euren kostenlosen Elegy und fahrt diesen nach draußen. Seid ihr dann draußen angekommen mit eurem Elegy, dann geht ihr wieder zurück in die Basis und begebt euch dann direkt euren Raubüberfall-Planungsraum. Auf dem Weg dorthin könnt ihr euren Freund, ja, ihr braucht leider einen Freund dazu, in der Party dann sagen, er kann dann einen Job für einen Titan starten. Euer Freund wartet jetzt in dem Jobmenü und zwar so lange, bis ihr ihm das okay gibt. Während euer Freund dann im Jobmenü wartet, startet ihr eine Raubüberfall-Vorbereitung. Keine Ausrüstmission, es muss eine Vorbereitung sein. Und dann joint ihr eurem Freund einfach über die Party in seine Sitzung rein. Jetzt sollte eine Achtung-Meldung kommen. Und genau jetzt sagt ihr eurem Freund, er kann die Mission beenden, also den Job verlassen. Und wenn euer Freund dann wieder in der Online-Lobby ist und sich frei bewegen kann, soll er euch das okay geben, sodass ihr dann die Meldung bestätigen könnt mit X und alle weiteren Meldungen auch mit X bestätigen. Jetzt spawnt ihr wieder in eurer Basis und jetzt könnt ihr auch die Fahrzeuge in der Basis fahren. Und genau das tut ihr jetzt. Ihr schnappt euch jetzt euren Elegy Retro Custom und stellt ihn rechts neben den Punkt hin, sodass ihr auf der Beifahrerseite dann aussteigt. Wenn ihr dann an der Beifahrerseite aussteigt, dann schnappt ihr euch einfach ein random Fahrzeug, das ist egal welches, und parkt ihn an die Beifahrertüre, sodass ihr dann in euer Fahrzeug, wenn ihr einsteigen wollt, einfach rein teleportiert werdet und wenn ihr aussteigen wollt, raus teleportiert werdet. Wenn das alles bei euch so funktioniert, dann drückt ihr einfach Dreieck und X gleichzeitig und ihr werdet dann außerhalb der Basis mit eurem Fahrzeug spawnen. Solltet ihr dann ohne Fahrzeug draußen spawnen, dann geht ihr zurück in eure Basis. Die Autos stehen noch alle so da wie gehabt und probiert es einfach noch einmal. Aber wenn ihr draußen dann mit eurem Fahrzeug seid, dann fordert ihr einfach nur ein MOC an. Und wenn dann das MOC da ist, dann fahrt ihr einfach nur mit eurem Elegy Retro Custom hinein. Seid ihr dann im MOC drin, dann verlasst ihr diese einfach wieder und fahrt ganz normal in eure Basis zurück und dann sollte die Meldung kommen, dass eure Basis voll ist. Diese bestätigt ihr einfach nur mit X und ihr müsst dann ein Fahrzeug ersetzen. Und genau in diesem Fall ersetzt ihr dann den kostenlosen Elegy RH8. Und das war das Ganze. Jetzt habt ihr auf einmal zwei Elegy Retro Customs in eurer Basis stehen, könnt diese dann verkaufen und ihr könnt den Glitch dann so oft machen, wie ihr wollt. Ein Nachteil hat das Ganze aber, euer Freund muss dann immer bei jeder Duplikation einen Job starten, sodass ihr dann wieder in der Basis mit einem Fahrzeug herumfahren könnt. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen, wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao ciao.